Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da! Tretet vor! Wer seid ihr? So, Hallöchen und damit willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Wir spielen gemeinsam Skyrim, wie ich immer sage, nein, Skyrim. Aber auch nicht ganz Vanilla, ein bisschen gemoddet. Wie ihr hier gerade sehen könnt. Ja, Untertitel könnt ihr ja sehen, dass das ein bisschen gemoddet ist. Ein bisschen was rausgenommen und ein bisschen was Neues hinzugetan. Also wir werden auch ein paar, ach, wie sag ich das denn? Wir werden auch ein paar interessante Charaktere treffen. Und, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich würde sagen, weiß nicht, machen wir jetzt? Ne, ich würde sagen, wir sehen uns nach der, Charaktererstellung wieder. Könnte zum Beispiel auch. Ah. Gut, Kratos spielen. Den gibt es hier mittlerweile auch. Aber der sieht nicht so toll aus.
Ich würde sagen, wir sehen uns nach der Charaktererstellung wieder. Bis dahin. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. So, da bin ich wieder. Bin fertig. Aber was bringt mir das, wenn ich jetzt eh hingerichtet werde? Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Okay. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Zack, zerab, Kopf ab. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Wer, ich? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Korrupten Politiker. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Ein Drache? Wie ist das möglich? Sorry. Steh auf! Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren. Bist du sicher? Wieso Götter? Wo ist denn der? Geh rein. Hallo. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Witzig. Ihr sagt, ein Drache. Was ist das für ein Ding? Wir müssen nur einige von... Oh. Okay. Hä? Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los, wir folgen uns. Oh. Will ich hier schon was mitnehmen? Hm. Ja, ist jetzt kein Gasthaus. Los, lauft so schnell ihr könnt. Abfall, Junge, das macht ihr sehr gut. Du sollst es recht, Sohn. Mach es. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Naja. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ein Einzelgänger. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Ja, dann macht das. Die Götter mögen euch leiden. Bar Questlook brauche ich nicht. Was ist denn das so leise? Mach mal ein bisschen lauter.
Bleibt nah bei der Wand. Warum? Alter, du bist so langsam. Oh. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh, der Drache spricht. Wo ist der? Hallo? Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sohngarn. Hier da. Los, in die Festung. Wer nehme ich? Nehme ich die Kaiserlichen? Nö. Ich kann euch drin losschneiden. Kommt schon. Gehen wir mal mit den Sturmmänteln mit. Obwohl, ich glaube, ich habe dann, glaube ich, die Entscheidung. Ob ich, Dingswert oder Dingswert. Kaiserlicher oder Sturmmann. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Okay. Nacker. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Okay. Nee, warte. Ich werde versuchen, Weg hier her. Ich drück mal wieder zu schnell. Wieso habe ich die Axt von Kratos? Hä? Geht doch gar nicht. Ja dann, weg damit. Weg damit. Weg damit, wenn ich. Zu finden. Ja. Achso, was ich noch sagen wollte, nehmt mir nicht übel. Wenn ich... Versuchen wir es mal beim Tor. Wo ist denn das? Verdammt. Kann ich die gar nicht anziehen, wa? Aber ich nehme die Leviathan. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ich werde größtenteils, sagen wir mal, kommt schon, Soldaten, geht weiter. 90% in der Sicht spielen, weil ich weiß nicht. Bei dem Spiel ist so, je länger ich in der Ego-Perspektive bin, desto schlechter wird mir. Vielleicht cool. Hatte ja einer von Kaiserlichen den Schlüssel. Lasst mal sehen. Wie sieht hier stehen wir nun mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet. Ja, dann mal auf die Hütte. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Oh. Ach, nimm doch. Nimm den Kohl. Großer Sack. Mitnehmen. So, wir. Ich hab auch. Ich hab ein bisschen mehr Platz, wie am Anfang normal. Wo muss ich denn hin? Okay.
Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg. Geh doch da durch. Sturmente, leben Vicky und Nick. Okay, das ging schnell. Aua, was schlägst du mich? Ein Lagerraum. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Wieso wir? Ich? So, warte mal. Ich nur Salz mitnehmen. Warte mal, was haben wir hier? Wein. Schrank durchsuchen. Was haben wir hier? Bügeleisen nehme ich mit. Natürlich, ich muss ja, immer... Oh, warte mal. Brot. Habt ihr kein Geld dabei? Alter, ist noch was. Das hab ich vergessen. Hallo? Mehl? Nee, Mehl brauche ich nicht. Aber hier Kartoffeln. Fertig. Auf die Hütte. Gehen wir weiter. Auf die Hütte. So. Beim Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkampf. Hört ihr das? Sorry, ich wollte dich nicht hauen. War Jarl Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Also ein bisschen ist sie auch auf Englisch durch die Mods. Was nützlich ist, dann los. Es gibt... Mal, wie viele Begleiter-Mods habe ich denn? Ich habe eine Mod. Da sind zwei Mods, sind jeweils einzeln. Also ich habe, glaube ich, 6 Begleiter, kann ich mir hier raussuchen. Benutze LS, um Dietrich zu drehen, und RS, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss. Bevor der Dietrich abbricht, erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und dann lässt sich öffnen. Aber irgendwie hasse ich das. Das ist ein ganz, ganz komisches System. Gold nehme ich mit, das nehme ich mit. Oh, warte mal, doch mal eben kurz in die Ego-Perspektive. Wieso habe ich Schlossknacken schon so hoch, ey? Hier noch was? Nö, dann können wir weiter. Oh, mir ist schon der Dietrich abgebrochen. Ne, hier ist auch nichts. Ist auch nichts. Da ist was. Das nehmen wir mit. Geldbeutel. Kohle ist wichtig. Shit.
schäbige Robe kannst du behalten, du. Aber Skelette immer Kohle dabei, das ist nice. So. Gucken wir mal. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sichern Sturmmäntel. Holt sie an. Schlaf weiter. Oh, hier Pfeile nehme ich mal mit. Und einen langen Bogen. Kopf ab. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Okay. Langsam wird der Move langweilig. Oh, ich habe einen Pfeil im Knie. Seht nach, ob der Weg frei ist. Ich werde wach. Für den Fall, dass Ulfric hier durchkommt, möge Talos euch beide leiden. Mal sehen, wo das hier hinführt. Nach draußen wahrscheinlich. Bitte. Ich bin schon längst unterwegs. Der Drache ist aber echt hartnäckig. Okay. Aua. Hallo, wie lang bist du in der Animation, Meister? Ich dachte, ich habe die Mod deaktiviert, wenn mir so auf den Keks geht. So. Vor allen Dingen, der hängt kurz in der Zeitlupe, im Spielfest. Warum? Ich hasse diese verdammten Biester. Sie haben viel zu viele Augen. Ja, das sehen die besser, sehen die wesentlich mehr wie du. Du Labertasche. Oh, wen haben wir denn da? Komm her. Alles nehmen. So, rüsten wir uns mal aus. Nee. Boah, und schon? Warte mal. Zwei Händer? Nö, ich hätte gern lieber eine Einhand. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Ja, zack, ein Schlag. Vorbeischleichen. Wo sind wir denn hier? Bin ich auf dem Kindergeburtstag? Achso, nee, da geht's ja nicht raus. Hä? Achso. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Okay.
Wartet! Was ist los? Der sieht dich nicht. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Okay. Ja dann, tschüss. Auf geht's nach Flusswald. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Mhm. Okay. Ich will aber nicht. Wo geht's denn da lang? Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Hm. Man gewöhnt sich wohl daran. Jo, Quatsch weiter. Was ist denn das? Kriegerstein? Magierstein? Diebstein? Ich bin Krieger. Der Quatsch war was? Irgendwas von wir trennen uns jetzt? Dann sagt er, quatscht er mich trotzdem weiter voll. Was ist los mit dem? So, dann gehen wir erstmal nach Flusswald. Dann gucken wir mal, was da los ist. Ich würde gerne erstmal zum Händler ein bisschen was verscherbeln. Los mit euch Viechern. So. Wir warten Rennen noch mal. Ah, okay. Macht denn der bitte den linken Arm da? Flusswald entdeckt. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Echt, ey, er ist gesoffen? Wartet selbst. Ein Kohl. Oh, ist das da der Händler hier? Flusswald Trader, ja. So! Ich nur eben. Ticken. Nun, einer von uns muss etwas tun. Aua, sorry. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ich würde lieber verkaufen. Ist was passiert? Wir quatschen mal alle voll. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordwestlich der Stadt gehen. Das ist euer Plan, Lukan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach,
Bei den acht. Na schön. Aber nur bis zum Stadtrand. Aber nur bis zum Stadtrand. Mensch, Junge, spreche je schon mal. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Was hat denn die Klaue mit deinem Alltag zu tun? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Jo, warte mal. Also, unser Charakter heißt Klaue. Warte mal. Gegenstände über den Tresentisch gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Tresentisches gehören dir. Um einen Gegenstand zu verkaufen oder zu verkaufen, wähle es aus und drücke A. Der Charakter heißt, ich habe ihn Klaus genannt. Ich fand den Namen passend. Klaus. So, zwei Handwaffen werden erstmal verkauft. Ach so, kann ich noch nicht. Haha. Wieso kann ich die nicht verkaufen? Ach stimmt ja, der hat halt nicht so viel. Der hat halt nicht so viel Geld. Stimmt, da war ja was. Wartet mal, ich hab doch. Zauberbuch Funken. Zack, wieder was gelernt. Stimmt, da muss ich dann mal, wenn ich dann, ich denn schon. Ein Blitz, der die gesunden Magierpunkte blitzen. Sieht, stimmt. Haha, warte mal. Ausdauer, Magika, Heilung. Wo sind die Favoriten? Da sind die Favoriten. Lass nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Alter, ich habe gerade deine Tür angezündet. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Dann gehen wir dann in die nächste Folge. Ins Ödsturz-Hügelgrab. Und dann werden wir mal sehen, was uns da so weit ist erwartet. Bis dahin einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.